Guten Morgen, liebe i3-Enthusiasten und Freunde der Elektromobilität. Ich nehme euch heute mit auf einen längeren Trip über 450 Kilometer in die Nähe von Düsseldorf, also sprich von Hamburg nach Düsseldorf. Es ist kurz nach sechs irgendwas. Ich nulle jetzt alle Reisebordcomputer und so weiter, Durchschnittsverbrauch und ja, nehme euch mit von Ladepunkt zu Ladepunkt und gebe euch zwischendurch ein entsprechendes Feedback zu einem Laden selbst, Geschwindigkeit, wenn es denn die Säule anzeigt. Ich rechne auf den 450 Kilometer mit drei Ladungen. So hat es mir auf jeden Fall der Better Route Planner vorgegeben. Und das würde ich jetzt auch versuchen so einzuhalten bei einer Maximalgeschwindigkeit von 120 km/h. Ansonsten lässt sich sagen, es ist 5,5 Grad kalt und der Akku hat voll, ich blende das mal kurz ein, 172 Kilometer bei 100% State of Charge und 100 Kilometer im Rex. Und auch das werde ich zwischendurch mal prüfen. Ein Zuschauer hat mich gebeten, auch die Lautstärke des Rex mal zu messen bzw. mal zu zeigen, ob man den hört. Ich würde ihn also mal für ein kurzes Teilstück aktivieren, um zu horchen, ob der wirklich die Lautstärke, das Fahrgefühl beeinträchtigt oder die Fahrgeräusche signifikant beeinträchtigt. Vielleicht kommt das dann auch entsprechend hier im Video rüber. Alles klar, dann bis später. Ich fahre jetzt erstmal los. Tschüss. Dann bin ich gerade mal losgefahren und in der Tat zeigt nach 1,8 Kilometern von den 172 Kilometern beim Losfahren sind es jetzt nur noch 138. Jetzt sind also innerhalb von von nicht mal 2 Kilometern 24 Kilometer Reichweite weggestorben. Keine Ahnung warum. Der Wagen ist vorgewärmt. Hat also über Nacht an der Schuko gehangen. Hat also bis kurz vor Abfahrt vorgewärmt und auch zu Ende geladen. Also da waren 100% bei Abfahrt. Und jetzt sind auf einmal 24 Kilometer auf einmal weg. Keine Ahnung wie. Ist mir aber schon mal aufgefallen. Ich beobachte das mal weiter, woran das liegen könnte. So, jetzt sind wir 13,7 Kilometer gefahren und haben seit der letzten Messung bzw. Überprüfung 6 Kilometer Akku verbraucht. Heißt also, irgendwie findet sich da gerade der Akku und die Reichweitenprognose noch. Das werde ich mal weiter beobachten. Wir haben jetzt noch 94% Akkuladung und 111 Kilometer Reichweite über den Range Extender. Wir fahren jetzt auf die A7 Richtung Elbtunnel, also Richtung Süden. Und hier ist schon um 6:30 mega Stau, Berufsverkehr aus dem ganzen Norden. Und hier wird ja die neue A7 Deckelung, also die wird ein Deckel auf die A7 gesetzt, der dann bepflanzt wird, um mehr Grünflächen, Naherholung und so weiter zu schaffen. Und das ist hier so ein Projekt, das dauert wohl noch ein paar Jahre, dauert aber auch schon ein paar Jahre. So, jetzt habe ich mal den Stauassistenten aktiviert, der auch selbst tätig lenkt bis 60 km/h und auch selber anfährt. Ich muss nur die Hände am Lenkrad lassen, da werde ich nach wenigen Sekunden dazu aufgefordert. Funktioniert wirklich gut. Normalerweise kenne ich es so, dass nach 2 Sekunden die Anfahrbereitschaft weg ist. Hier dauert es tatsächlich länger. Er lenkt auch selbstständig. Ich muss nur die Hände am Lenkrad lassen, sonst fängt er relativ schnell an zu meckern. Und das Ganze funktioniert bis 60 km/h und funktioniert zugegebenermaßen auch wirklich gut und zuverlässig. Er wechselt nicht nervös von links nach rechts, sondern orientiert sich da ganz gut in der Mitte und
fährt dem Vordermann hinterher. Das erste Mal, dass ich diesen Assistenten benutze. Aber muss sagen, das ist wirklich ein cooles Feature. Schade, dass das nicht bis zu einer höheren Geschwindigkeit geht. Und es geht auch tatsächlich nur auf der Autobahn. Also wahrscheinlich erkennt das anhand der Navi-Daten, dass er sich auf der Autobahn befindet oder auch knapp neben der Autobahn. Aber es geht nicht in der Stadt oder auf Landstraßen. Rauskommt aus dem Elbtunnel türmen sich hier die Container im Überseehafenquartier. Vor uns die Köhlbrandbrücke. Rechts vor uns der Hafen. Nochmal die Köhlbrandbrücke, berühmte, wenig los. Und hier jetzt der Hafen. So, wir nähern uns jetzt dem ersten Ladepunkt. Das ist die Autobahnraststätte Ostetal. Wir haben jetzt noch 77 Kilometer Reichweite und 55,5% Akkuinhalt. Ich lade hier, weil der nächste Stint ist deutlich länger. Das heißt, da sind deutlich weniger Ladestationen. Insofern werde ich hier nochmal voll machen und dann versuchen die nächste, die dann 120, 130 Kilometer entfernt ist, damit zu überbrücken. So, hier haben wir eine ABB-Säule. CCS. Stecker einstecken. So. CCS. Connected. Verbindung. Okay. Sehr gut. Lädt. Also scheinbar auch kostenlos, brauche nichts davor halten. Hatte eigentlich meine Telekom-Ladekarte geplant, aber er lädt auch ohne. Super. Ja, die Raststätte besteht hier aus einer Shell-Tankstelle mit einem Restaurant. So. Nach dem ersten Stop sieht es jetzt wie folgt aus. Wir sind aktuell bei 95% Akku, heißt wieder 133 Kilometer. Wir haben immer noch 5 Grad, 99 Kilometer Range Extender. Der variiert auch, hat natürlich mit dem Energieverbrauch zu tun, weil er sich da auch ausrechnet, wie viel müsste er, tatsächlich produzieren, um eben diesen Akkuzustand oder diesen Ladezustand zu halten. Insofern schwankt da die Reichweite im Range Extender auch sehr deutlich. Ich sag mal zwischen 90 Kilometern und 150 Kilometern, je nach Temperatur und je nach Verbrauch, also Leistungsabforderung. Wir haben jetzt kurz vor 8. Ich habe geladen, weiß ich gar nicht auswendig, muss ich gleich noch mal gucken. Haben jetzt eine Reichweite von 134 Kilometern mit der Batterie, 233 inklusive Range Extender und 324 bis zum Ziel. Dooferweise wird nur
wird nur die reine Fahrzeit im Navi angegeben. Das heißt, er berücksichtigt keine Ladepausen. Das ist natürlich von der Sache her ein bisschen schwieriger, weil man das jetzt alles selbst kalkulieren muss. Wir hatten bislang eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 75,4 seit Start und einen Durchschnittsverbrauch von 18,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Genau, die Fahrbahn ist trocken, es sind 5 Grad, es ist windig, ein bisschen. Ich koppel jetzt mal ab und dann fahren wir weiter mit mittlerweile 96%. Knapp 14 Kilowattstunden geliefert in 22 Minuten. Stopp. Vielen Dank für den kostenlosen Strom. So, das war jetzt leider auch bis nach Düsseldorf die letzte Ladestation, die man mit einer Telekom-Ladekarte nutzen kann. Die kommenden sind aber ENBW-fähig. Ich glaube auch Maingau. Also auf jeden Fall zahle ich da maximal 25 Cent pro Kilowattstunde, was aus meiner Sicht auch absolut okay ist. Mit New Motion würde ich im Vergleich 56 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, was schon relativ teuer ist. Okay, ich fahre dann mal weiter und wir sehen uns dann voraussichtlich in Wildeshausen an der nächsten Ladestation. Bis später. So, wir sind jetzt am Rastplatz Wildeshausen. Hier sind die Parkplätze für die Elektrofahrzeuge gut ausgeschildert, sind 2 Stück. Also wieder ein Trippellader mit CCS, der aber gemäß der App nur mit der App zu starten ist. Das probieren wir jetzt mal. Ja. CCS. Oh, super. Bitte kontaktieren Sie die Hotline. Die Ladeform wurde beendet. Das mache ich mal eben, da rufe ich mal eben an. So, unplanmäßig langer Zwischenstopp an der Raststätte Wildeshausen Nord. Ich habe hier, eigentlich ist diese Ladestation auch in der ENBW-App gekennzeichnet als Laden zum Aktionspreis. Also habe ich das mit App gestartet, hat nicht funktioniert. Daraufhin habe ich es mit der RFID-Karte gestartet, hat nicht funktioniert. Immer nur 3 Sekunden. Ist dann abgebrochen. Daraufhin habe ich bei der Energy Hotline angerufen und die haben mir doch tatsächlich eiskalt erzählt, ja, es kann sein, dass es nicht funktioniert, weil nicht alle Energy-Säulen damit kompatibel sind und man natürlich auch ein Problem damit hätte, dass alle E-Autofahrer mit den günstigen Ladetarifen hierher fahren und hier günstig laden und nicht diese 7,95 Euro je Ladevorgang zahlen. Ich dachte eigentlich, ich muss platzen, aber tatsächlich meinen die das ernst. Heißt also, ich kann hier, obwohl auf der ENBW-App dieser Punkt als ladefähig gekennzeichnet ist, kann ich nicht laden. Ich habe mir jetzt die E-Charge-App runtergeladen, die im Endeffekt dafür sorgt, dass ich auch an den Innogy-Säulen laden kann für diese 7,95 Euro.
Daraufhin ist mir im Beisein der Hotline die Ladestation komplett verloren gegangen. Das heißt, er hat sie versucht, der Hotline-Mensch, der sehr nett war, muss man sagen, hat versucht, die Säule dann neu zu starten, ein Reboot. Ich habe dann hier 3 Minuten in der Kälte gestanden und gewartet, mit dem Ergebnis, dass sie dann auch nicht funktioniert hat. Was funktioniert, weil es eben ein anderer Ladekreis ist, ist das Typ-2-Laden, mit dem Ergebnis, dass ich jetzt hier mittlerweile seit geschlagenen 15 Minuten stehe und habe gerade mal 10 Kilometer Reichweite gewonnen. Ja, extrem doof. Alternativ könnte ich auf der anderen Seite, ist die Raststätte Wildeshausen wahrscheinlich Süd oder so, hinfahren. Was aber nicht geht, obwohl da der CCS in Ordnung sein soll, weil da ist ein Megastau gerade. Das heißt, ich kann nicht mal jetzt umdrehen. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich warte jetzt hier stundenlang, bis ich so weit voll bin, also der Wagen, dass ich weiterfahren kann, oder ich nehme den Range Extender. Hintergrund ist, ab Wildeshausen ist es mit CCS-Ladepunkten, also mit Schnellladepunkten, ziemlich dünn an der Autobahn. Man müsste also doch recht weit runterfahren. Und da ist eben jetzt die Frage, warte ich so lange? Ich muss auf meinen Termin gucken, wann der ist. Hab noch ein bisschen Luft, aber nichtsdestotrotz weiß ich ja nicht, was noch kommt. Oder nehme ich jetzt den Range Extender zu Hilfe mit knappen 100, momentan 109 Kilometern Reichweite, die mich dann wahrscheinlich bis zum nächsten Schnellladepunkt bringen würden. Da muss ich jetzt mal in mich gehen. Hier ist auch direkt an der Ladesäule ein Eingang zu einer Sanifair-Toilette. Also sehr sauber, alles gut. 50 Cent kostet der Spaß, die ich gleich gewinnbringend in Bananen umgesetzt habe, die man hier in der Raststätte käuflich erwerben kann, was ich super finde. Frisches Obst ist... Ja, man steckt ja nicht immer so komische Sachen in sich rein, sondern tatsächlich auch mal Obst und ja, alles gut. Gut, ich mache mir mal Gedanken, melde mich dann, wenn ich mich entschieden habe, was die Verkehrslage sagt und wenn ich weiß, wie weit der nächste Ladepunkt entfernt ist. Und halt euch auf dem Laufenden. Bis später. Tschüss. So, die Entscheidung ist gefallen. Ich sitze jetzt hier seit mittlerweile einer halben Stunde und habe in der Zeit mal sagenhafte 36 Kilometer, glaube ich, gewonnen. Heißt also, wenn ich jetzt so lange warte, wie das hier ausgewiesen ist, schaffe ich meinen Termin in Düsseldorf nicht. Also werde ich jetzt versuchen, mit diesen 82 Kilometern auf Eco Pro, ist momentan gestellt, in geduckter Fahrweise hinter einem hoffentlich zügigen Sprinter, versuchen, bis zur nächsten Schnellladesäule zu kommen, die in 51 Kilometern entfernt sein soll, in der Hoffnung, dass diese dann funktioniert. So, da werde ich dann jetzt erstmal hinsausen und ja, zur Not, wie gesagt, den Range Extender nutzen. Aber meine Challenge ist ja, diesen Range Extender eigentlich nicht zu nutzen, um ihn wirklich nur im allerhöchsten Notfall einzuschalten. Ich weiß auch gar nicht, ob der überhaupt funktioniert, aber das werden wir dann ja sehen, wenn er denn gebraucht wird. Jetzt kabel ich erstmal ab. Ich habe von der, von dem freundlichen Hotline-Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen darf, aber wenn es nett ist, darf man das ja sagen, Herr Rufmann, der sehr kooperativ war und mein Elend hier erkannt hat an der Ladesäule von Innogy, hat mich dann für einen begrenzten Zeitraum freigeschaltet über Typ 2. Das würde ich jetzt abkabeln, weil ich der Meinung bin, dass ich jetzt mit diesen, diesen Restkilometern bis zur nächsten Ladestation CCS an der Autobahn kommen sollte. Das probiere ich jetzt und melde mich dann von der nächsten Ladestation wieder. Das hat mich jetzt leider alles richtig Zeit gekostet hier, also eine Dreiviertelstunde schätze ich mal, das muss ich noch auswerten, die ich jetzt länger gebraucht habe, als eigentlich eingeplant war. Und mal gucken, wie sich das jetzt auf den Gesamtschnitt auswirkt. Bis später.
6,9 Kilowattstunden hat er genommen. Oh. Alles. Ach, schade. Ja, ich bin jetzt hier in Lohne an einem, an einer Ladestation, wo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Tesla Supercharger gibt, besetzt von einem Holländer, einem holländischen Tesla, einem norwegischen Tesla und einem hier aus Vechta. Und es gibt einen Triple Charger Ladepunkt, an dem ich jetzt stehe, der hoffentlich zuverlässiger ist und über die Telekom abzurechnen ist, Telekom Ladestrom. Das scheint hier auch ein größeres Ding zu sein, mit großem Burger King und allem Zip und Zauder, Motorpark, keine Ahnung. Ja, einer Shell-Tanke, viel, viel Platz. Wir versuchen jetzt hier mal unser Glück, in der Hoffnung, dass es was wird. Ich habe jetzt noch 30 Kilometer Rest und versuche jetzt hier mal 95% reinzukriegen. So, altes Spiel, CCS, sieht schon mal gut aus, ja, auch ein Energy. Halten Sie die Karte vor dem Leser, manchmal. Kunde. Da wird überprüft. Sieht soweit ganz gut aus. Komischerweise auch eine Energy-Säule, wie die gerade vor ein paar Kilometern, die aber funktioniert mit Telekom-Ladestrom, also unglaublich und auch überhaupt nicht logisch. Ja. Hier der Autoruf nochmal. Dann setze ich mich mal wieder ins Auto, 6 Grad. Wir versuchen jetzt auf 95% zu füllen. Ja, wie gesagt, funktioniert. Die Energy, der Energy-Standort funktioniert mit der Telekom-Ladekarte. Komischerweise der vorherige nicht. Also rege ich mich später auf, freue mich, dass es hier funktioniert. 36 Kilometer. Ich habe noch in Summe zu fahren 196, das heißt eine knappe Kiste, ich muss um 13 Uhr ist der Termin, dann hätte ich tatsächlich 5,5 Stunden gebraucht, dann muss dann mal auswerten, wie viel davon tatsächlich reine Fahrzeit ist und wie viel davon ich rumgestanden habe, weil die Ladesäulen nicht funktioniert haben. Das mache ich aber in Ruhe und nicht aufgeregt. Alles klar, bis später. So, sind bei 97%, hab mal wieder ein bisschen die Zeit verdaddelt, was so gar nicht geht, weil ich das mit den Terminen und Laden, dabei die Zeit nicht aus den Augen zu verlieren, das muss ich noch lernen, weil man doch sehr viel nebenbei auch machen kann und die Zeit dabei wirklich vergeht wie im Flug. Aber in der Tat muss ich mich jetzt beeilen und weiter. Ich habe jetzt schon 97% drin. Das ging wirklich fix hier an dem 50 kW Lader. Und melde mich gleich von unterwegs wieder. Tschüss aus Lohne. Ja, interessanterweise waren hier gerade 3 Tesla. 3 tolle Model S, die hier gerade geladen haben. Alle schon wieder weg. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4 Stalls, die auf CCS fürs Model 3 ausgerüstet sind. Bis auf die 6 Autozüge heute mit Model S habe ich allerdings noch keins live gesehen.
Ja, mal schauen. So, erstmal abkabeln. So, 97%, 36 Minuten geladen. Weiter. So. Das war doof jetzt. Ich will ja schließlich stoppen. So, Ladevorgang beendet. Zack. Wenn das doch immer so schön ginge. Ein bisschen Klappentetris spielen. Und weiter geht's. So, von dem Ziel letzter Ladestopp an der, habe ich vergessen, wie die heißt, Hohe West, Autobahn Raststätte Hohe West, wahrscheinlich wieder so ein Innogy-Lader. Ich habe noch 15 Kilometer Restreichweite, immer noch 116 Kilometer Range Extender, heißt, ich habe ihn nicht benutzt, bin aber auch kurz davor, unten kann man das an dem Pfeil erkennen. Ab diesem Pfeil würde der Range Extender automatisch einsetzen, um die Batterie zu erhalten, wenn ich nicht lade vorher. Das würde ich natürlich jetzt tun. Jetzt würde ich jetzt laden, auch wenn ich dafür eigentlich gar keine Zeit mehr habe, weil ich durch diesen Dreiviertelstunden-Delay an der einen Innogy-Säule eigentlich überhaupt nicht mehr im Termin bin. Aber mal gucken, ich werde jetzt nur wirklich so viel laden, wie ich brauche, um zum Ziel zu kommen. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. So, wieder eine Säule von Innogy, wo ich eigentlich 7,95 Euro pro Ladevorgang zahlen müsste. Ich brauchte gar nichts machen, er hat einfach so angefangen zu laden. Einunddreißig Minuten gibt er mir vor bis zu dem Strich. Der Strich könnte 80% sein oder 90. Mal gucken, werden wir gleich sehen. Wobei ich nicht so lange laden kann. So viel Zeit habe ich dann doch nicht. Vielleicht ist die auch so neu, wobei danach sieht es nicht aus, dass die noch nicht im Tarifsystem irgendwie drin ist. Oder es gab schon wieder so viel Stress damit, dass man auch die freigeschaltet hat. Ich weiß es nicht. Ich werde es auch nicht begreifen. Letztlich ist es wieder Try and Error. Ja, Raststätte mit einer Shell-Tankstelle, Windrädern, großem AdBlue, wer es denn braucht. Und eben der Ladestation für zwei Fahrzeuge, Chademo, CCS und AC. So, 84%, das innerhalb von 10, 12 Minuten, weiß ich nicht, kommt mir auf jeden Fall so vor, wahrscheinlich waren es ein paar Minuten mehr, sehen wir jetzt. Macht auf jeden Fall ganz gute Geräusche, das Ding, kühlt wahrscheinlich. So, was haben wir denn da? 85%. Ja, halbe Stunde. Irgendwie kommt mir das alles immer länger vor. Kürzer vor. Dann machen wir hier mal Stopp. Ich habe auch nicht gesehen, dass die. Hier kommt richtig warme Luft raus. Also ist doch gut am Arbeiten, die Säule. Kostenlos, Dankeschön. Einmal Terz gehabt heute mit Innogy und jetzt ist alles frei. Da soll einer durchblicken. Stecker-Tetris. Und weiter geht's. Letzte Etappe bis zum Ziel. Akku reicht locker. Komischerweise ist die Reichweite wird immer kleiner. Ich habe heute Morgen angefangen mit 172 Kilometern.
Jetzt sind wir bei 85% bei 117 Kilometer. Das muss ich mal ein bisschen beobachten. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Was denn? Durchschnitt bis jetzt 19,7. Und 18 Kilometer Reichweite auf Eco Pro, das ist ja eigentlich viel zu wenig. Und ich bin jetzt wirklich nicht schnell gefahren. Das waren 110, habe ich ein Tempomat eingestellt. Mit zwar mit ordentlich Gegenwind, aber ja, mal gucken. Bin ich eigentlich. Eigentlich schafft er mindestens, auch bei niedrigen Temperaturen, mindestens 160, 170 Kilometer Autobahn. Mal schauen. So, ich bin angekommen an meiner Destination in der Nähe von Düsseldorf. Ich habe tatsächlich 7 Stunden gebraucht. Ich glaube, mit dem Verbrenner hätte ich 4,5 oder 5 Stunden gebraucht. Insofern ist da noch relativ viel Chaos dabei, resultierend aus dieser halben bis dreiviertel Stunde Delay an der Schnellladestation, an der ersten Innogy, die so gar nicht funktioniert hat. Würden wir da mal großzügige halbe Stunde oder so von abziehen, wären es noch 6,5 Stunden. Also in der Tat, durch die Geschwindigkeit von 100, 110, 120 gegenüber sonst einer Reisegeschwindigkeit von 150, 160 bin ich letztlich doch 1,5 Stunden langsamer hier. Heißt also, der i3, also ich muss, das soll jetzt kein endgültiges Fazit sein, aber der i3 ist tatsächlich für diese lange Strecke ohne Range Extender und mit der 94 Amperestunden Batterie lädt man doch sehr oft und teilweise auch sehr lange, weil ich hatte auch zweimal Glück, als dann ein anderer kam und laden wollte und ich dann schon an diesem Triple Charger stand. Der hatte sich dann überlegt, weiterzufahren und der andere hat mich dann gefragt, wie lange ich noch brauche. Ich sage, eine Viertelstunde, und da merkte man auch, eine Viertelstunde hatte der gar nicht eingeplant, noch zu warten. Insofern, Infrastruktur muss besser werden, Ladeinfrastruktur muss besser werden. Und ja, dann kann es auch was werden. Aber diese Diskussion mit diversen Hotlines, ob und warum welche Ladestationen nicht funktionieren und worüber man sich damit anmeldet und wie günstig oder teuer der Tarif ist, das macht einfach keinen Sinn. Das hilft keinem weiter und da muss noch eine Menge verbessert werden, optimiert werden. Ich bin jetzt erstmal da, mache morgen den gleichen Zauber wieder zurück. Heute ist der Range Extender nicht zum Einsatz gekommen. Morgen werde ich es mal tun, einfach um mal zu hören, wie er ist. Zum einen und zum anderen auch zu gucken, es gab eine Zuschauerfrage wegen der Lautstärke, inwiefern man den hört. Das versuche ich mit dem Mikrofon einzufangen, ob man ihn denn überhaupt hört und wenn ja, wie laut, in welchem Geschwindigkeitsbereich und wie viel Kilometer schafft er zusätzliche Reichweite. Das ist Thema für den Rückweg, quasi fürs nächste Video. Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und bis bald. Euer Frank von Generation E. Tschüss.